Ja, grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Pressekonferenz. Ja, wie soll es anders sein in Tagen wie diesen, nicht? Es geht einmal mehr um die größte Dauerbaustelle, die wir in dieser Republik haben, um diese Dauerbaustelle namens österreichischer Bundesregierung und um all das, was sich jetzt in den letzten Tagen und in den letzten Stunden da wieder abspielt. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, als Journalisten, als Personen, die das, sage ich mal, von Berufswegen her verfolgen, oder wie es Ihnen geht als Staatsbürger, als politisch Interessierte, wenn Sie sich das alles anschauen. Also ich finde ja, dass wir in der Zwischenzeit einen Punkt erreicht haben, wo ich das Geschehen interpretieren würde als Beleidigung der Intelligenz der österreichischen Bevölkerung. Ich würde das, was sich hier abspielt, interpretieren eigentlich als eine Art schon von politischer Dauerbelästigung, die uns die Regierung da zumutet. Das wird schon langsam unerträglich und ich würde sagen, dass das, was sich hier abspielt, in Wahrheit zum Genieren ist. Schauen Sie sich einmal an, was da alles geschieht und was da alles auch weiter geschehen wird. Das ist ein permanentes Kommen und Gehen, wie in einem Durchhaus geht es dazu, von Personen, ich möchte gar nicht von Persönlichkeiten sprechen, von Leuten, wo man sich gar nicht den Namen merken muss, weil es sinnlos ist, weil man gar nicht weiß, wie lange sie sich in diesen Funktionen überhaupt noch aufhalten werden. Wir haben in der Zwischenzeit, glaube ich, schon mehr Ministerwechsel als Erstimpfungen in Österreich. Wir haben ein Herumexperimentieren und ein Herumprobieren, so nach dem Motto Versuch und Irrtum, so als ob es nicht um ganz wesentliche Entscheidungen gehen würde in diesem Land, so als ob das keine ernste Angelegenheit wäre, hier ein Land zu regieren, sondern als ob das alles eine große Spielerei wäre. Probieren wir es heute einmal und wenn es nicht funktioniert, dann probieren wir etwas Neues. Wir haben eine unglaubliche Unfähigkeit, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und gleichzeitig eine unglaublich ausgeprägte Neigung, sich auf Nebenschauplätzen herumzutreiben. Und wir haben ein schönredendes Chaos am laufenden Band, also wo man dann versucht, die Zustände, die in diesem Land herrschen und die eigentlich unerträglich sind, irgendwie in einer Art zu verklären, dass man daraus den besten aller möglichen Zustände quasi ableiten will oder dass man sagt, das ist der beste aller möglichen Zustände, den die Republik in dieser Zeit haben kann. Und das ist einfach absolut besorgniserregend, das ist beängstigend, was sich hier tut und es ist für diejenigen, die das betreiben, zum Genieren. Und nachdem es bei denen nicht dafür reicht, muss man sie fremdgenieren für diese Bundesregierung. Das ist der Punkt, den wir in der Zwischenzeit erreicht haben. Seit fast 2,5 Jahren haben wir jetzt in diesem Land diese Koalition aus ÖVP und aus Grünen. Und seit 2,5 Jahren arbeiten die Spitzenkräfte aus beiden Parteien zumindest nach ihrer Eigendefinition daran, das Beste aus beiden parteipolitischen Welten umzusetzen für die österreichische Bevölkerung. Und seit genau diesen 2,5 Jahren erlebt dieses Land eine rasante Talfahrt. Da geht es nur noch bergab, in allen wesentlichen Bereichen, mit einem unglaublichen Tempo. Und diejenigen, die das zu verursachen haben, die checken gar nicht, dass sie selber die Ursache dieser negativen Entwicklung sind. Die kapieren das einfach nicht. Schauen Sie sich das im Detail an. Über Österreich liegt eine türkis-schwarze Wolke, ein korruptiver Mief, dass es Ärger nimmer geht. Die Bevölkerung hält sich die Nasen zu, wenn man das nicht mehr aushält. Nur die Grünen haben sich an diesen Gestank gewöhnt. Die glauben offenbar, das gehört dazu, wenn man regiert. Das Land wird überrollt von der größten Teuerungswelle, die es seit 40 Jahren gegeben hat. Und es ist nicht nur so, dass die Regierung nichts zustande bringt, wenn es darum geht, diese Teuerung zu bekämpfen, sondern sie heizt das Ganze auch noch weiter an mit unverantwortlichen Sanktionen. Und ich finde das interessant, dass gerade heute, glaube ich, das WIFO hier eine Stellungnahme abgegeben hat, die das ganze Narrativ der Regierung zertrümmert. Die erklären uns ja immer, die Teuerung, das ist eine Folge des Russlandkriegs. Jetzt sagt das WIFO, das hat mit dem Russlandkrieg überhaupt nichts zu tun. Das, was mit dem Russlandkrieg zu tun hat, das kommt in der zweiten Jahreshälfte. Die Teuerung jetzt, das ist eine Eigenproduktion, das hat Corona und die Covid-Maßnahmen, die auch diese Bundesregierung vorangetrieben hat, als Ursache. Wir haben 2,5 Jahre hinter uns, wo die Grund- und Freiheitsrechte bis zur Unendlichkeit zusammengestutzt worden sind durch diese unverantwortliche
Corona-Politik und auch da ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, man verlängert die Option, diese Maßnahmen weiterzusetzen. Man arbeitet im Hintergrund weiter an den Aufmarschplänen für die Impfpflicht. Da kommt noch was auf uns zu in der zweiten Jahreshälfte. Und Österreich verliert jeden Tag auch ein weiteres Stück seiner Freiheit und seiner Selbstbestimmung und auch seiner Neutralität durch eine verantwortungslose Politik der österreichischen Bundesregierung, die dazu führt, dass wir immer mehr hineingezogen werden in kriegerische Auseinandersetzungen, statt dass wir uns heraushalten. Und dann erklärt man den Menschen, ja, aber man kann doch in einem Krieg nicht neutral sein. Ja, da muss ich die Gegenfrage stellen, wann soll man denn dann neutral sein? Wann denn? Dann, wenn es keinen Konflikt gibt? Die Neutralität ist dafür gebaut, um zur Anwendung zu kommen, dann, wenn es einen Konflikt und einen Krieg gibt. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass selbst die eingefleischtesten Anhänger dieser Regierungskoalition dann irgendwann einmal auch zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, so geht das nicht weiter. Das Kapital, das Vertrauenskapital ist verspielt und das führt dann dazu, dass wir eine Regierung haben, die die geringsten Beliebtheitswerte hat, die jemals eine Regierung hatte in dieser Zweiten Republik. Das Vertrauen ist zerstört, das Vertrauen ist vernichtet. Wahrscheinlich wohl auch durch die inzwischen 14. Regierungsumbildung, wo man ja gar nicht bösartig sein muss, weil man dann sagt, ja, das bitte, was da heute in der Regierung umeinander sitzt, das hat ja nichts mehr mit den Leuten zu tun, die dort kandidiert haben. Das sind ja ganz andere Teams. Das sind ja Persönlichkeiten am Werk, die nie durch eine Wahl auch nur annähernd in die Funktion oder in die Nähe der Funktionen gekommen sind, wo sie heute sitzen. Und die ÖVP gibt es ja auch alles zu, weil die sagen ja in der Zwischenzeit, wir haben mit der neuen ÖVP nichts mehr zu tun, als die wir 2019 noch kandidiert haben. Wir sind wieder die alte ÖVP. Das ist ja wenigstens ein Eingeständnis, dass wir da schon wiederum ein anderes politisches Projekt haben. Und es wird noch schlimmer für die Bevölkerung, wenn man eines bedenkt. Es gibt nur einen einzigen Kitt für diese Regierung und dieser Kitt ist die Angst. Die Angst vor der eigenen Bevölkerung, die Angst vor der Strafe durch den Wähler. Das ist das, was diese Regierung zusammenhält. Da geht es nicht mehr ums Gestalten. Keine einzige Sekunde geht es da darum. Da geht es nicht mehr darum, ob da jetzt irgendwelche guten Köpfe in die Regierung geschickt werden. Keine einzige Personalentscheidung ist darauf zurückzuführen. Da geht es nicht darum, irgendetwas weiterzubringen für dieses Land. Dieser Zug ist längst abgefahren. Da geht es nur noch darum, die eigene Macht zu erhalten, sich irgendwie festzukrallen, irgendwie Zeit zu gewinnen, irgendwie noch den nächsten Tag politisch zu erleben. Und wenn man den nächsten Tag erlebt hat, dann kämpft man um das Erleben des nächsten Tages und so weiter. Das ist alles das, was diese Regierung überhaupt noch antreibt. Und dafür werden die Ämter und die Institutionen dieser Republik missbraucht. Und dafür wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Und dann bin ich bei der gestrigen Erklärung des Bundeskanzlers zu diesem Regierungsumbau. Bundeskanzler Karl Nehammer, einer, der inhaltlich überfordert ist und einer, der personell überrumpelt ist. Das ist so die Kurzfassung. Er hat ja gestern versucht, diesen Personalwechsel darzustellen, als wäre das ein unglaublich wichtiger, positiver Impuls, als wäre das eine großartige Weichenstellung, als wäre das das Ergebnis von irgendwelchen staatstragenden und ganz verantwortungsbewussten und verantwortungsvollen Überlegungen, die man da getätigt hätte. In Wahrheit ist es das Ergebnis einer Keilerei der verschiedenen Interessensgruppen innerhalb der österreichischen Volkspartei. Ganz die alte ÖVP, so wie wir das immer gekannt haben. Und in Wahrheit ist das, was hier an neuen Personen daherkommt, das letzte Aufgebot. Das ist ein personalpolitischer Offenbarungseid und nichts anderes. Jetzt denken wir es einmal gemeinsam durch. Da gibt es eine Partei, die von sich behauptet, dass sie die größte Wirtschaftspartei ist, die es überhaupt gibt. Das ist die Österreichische Volkspartei. Die personifizierte Wirtschaftskompetenz. Und diese Partei ist nicht in der Lage, einen gestandenen Wirtschafter, einen gestandenen Unternehmer aus der Praxis aufzustellen, der das Wirtschaftsministerium übernimmt. Da hat man sich darum bemüht, aber man hat nur Absagen geerntet. Einer nach dem anderen hat gesagt, das tue ich mir nicht an. Und das ist auch vollkommen klar, weil die Leute nämlich wirklich was von der Wirtschaft verstehen und die sagen, ich heure doch nicht bei einem Konkursprojekt an. Das ist der wahre Hintergrund der Personalbesetzung. Und dann kommt man her und versucht, aus der Not eine Tugend zu machen.
dann sagt man der Bevölkerung, bitte kauft uns das ab, jetzt brauchen wir ein Superministerium. Man findet niemand, also macht man aus der Not der Tugend und sagt, jetzt müssen wir Arbeit und Wirtschaft zusammenlegen. Weil das ist die beste Kombination, die es immer gibt, und überhaupt ist dieses Superministerium jetzt dasjenige, was uns aus der Krise herausführen wird. Ja, da fragt man sich, was hat denn die ÖVP bisher daran gehindert, diese beiden Bereiche zusammenzulegen? Die waren doch in der Regierung beide in der Hand der Österreichischen Volkspartei. Das hätte man ja schon lange machen können, diese beiden Bereiche zusammenzulegen, wenn das so wichtig und so vernünftig ist. Für wie blöd hält man denn die Menschen? Dann kommen wir zum Bereich der Landwirtschaft. Da kriegen die Bauern jetzt einen neuen Wunderwutzi, einen echten Profi, habe ich gestern gehört. Aber Profitum in dem Bereich bedeutet nichts anderes, als dass man ein lupenreines Inzuchtprodukt ist zwischen Bauernbund und Österreichischer Volkspartei. Das ist das Profitum, von dem dort geredet wird. Oder um im landwirtschaftlichen Jargon zu bleiben, der neue Kandidat ist eine Kreuzung der Bedürfnisse des Bauernbunds und des Bundeslandes Tirol. Das ist dann das Profitum. Und das soll jetzt derjenige sein, der den österreichischen Bauern in dieser schwierigen Situation hilft. Der Bauernbund, das waren doch genau diejenigen, die das Bauernsterben zu verantworten haben in diesem Land. Das sind doch genau diejenigen, die es zu verantworten haben, dass die Bauern immer weniger verdienen, dass einer nach dem anderen zugrunde geht. Und der soll es jetzt richten? Und dann kommt noch was Interessantes daher. In dieser Not geht die ÖVP zu einer neuen Strategie über und verklärt regelrecht Staatssekretariate. Also, das ist ja unglaublich. Die werden heroisiert. Ja? Staatssekretäre sind jetzt diejenigen, die den Befreiungsschlag aus der größten Krise der Zweiten Republik führen. Das ist neu. Staatssekretäre sind wichtiger als Minister. Ich habe das bisher auch nicht gewusst, aber das war ein wesentlicher Teil der gestrigen Erklärung des Bundeskanzlers. Staatssekretäre werden uns jetzt aus dem digitalen Tiefschlaf herausführen und Staatssekretäre werden jetzt den Tourismus wieder aufrichten. Und dabei weiß doch jeder, meine Damen und Herren, dass der Staatssekretär ein Hilfsarbeiter des Ministers ist. Was ist denn ein Staatssekretär sonst? Das ist jemand, der nicht einmal ein Stimmrecht im Ministerrat hat. Das ist jemand, der eigentlich überhaupt gar keine eigene Gestaltungsmöglichkeit und keine politische Macht hat. Sehen Sie, wie absurd das Ganze ist, was man hier versucht, der österreichischen Bevölkerung zu erklären. Und deswegen sage ich, das ist zum Fremdschämen. Das ist peinlich, was hier aufgeführt wird. Und es ist absolut realitätsfremd, was Nehammer hier macht. Und ich fürchte, dass er das selber gar nicht mehr bemerkt. Da kommt man ein bisschen vor wie der Honecker in der Endphase der DDR, der auch noch davon geträumt hat, dass er jetzt einer neuen Blütezeit entgegengeht. Und in Wahrheit war es dann ein paar Tage später vorbei. Meine Damen und Herren, und was das Allerschlimmste ist bei all dem ist, alle diese Personalrohschaden ändern überhaupt nichts an den Inhalten. Das muss man ja einmal dazu sagen. Das Ganze ändert nichts am Inhalt. Ich habe gestern kein Wort gehört in Richtung einer Kurskorrektur. Nicht eine Silbe hat es da gegeben, dass man irgendetwas anders machen möchte als bisher. Nicht einmal eine Nuance. Ich habe gestern kein Wort der Entschuldigung gegenüber der eigenen Bevölkerung gehört. Nicht einen Funken Anstand hat es da gegeben in dieser Erklärung des Bundeskanzlers. Nicht einmal einen Anflug von einem schlechten Gewissen für all das, was man in den letzten 2,5 Jahren verbockt hat. Und ich habe nichts gehört von einem Eingeständnis von irgendwelchen Fehlern, die man gemacht hätte. Im Gegenteil, alles war richtig, alles war super und jetzt wird es noch besser. Das war der Inhalt der gestrigen Erklärung. Und das ist zum Fremdgenieren. Und meine Damen und Herren, unterm Strich bedeutet das, dass die Talfahrt weitergehen wird. Die Talfahrt, die wir seit 2,5 Jahren erlebt haben, mit einer immer größeren Rasanz und Dynamik, die wird weitergehen. Und zwar so lange, bis Neuwahlen den Schlussakt setzen unter dieses bürgerlich-grüne Drama. Das ist leider die einzige Möglichkeit, wie wir das beenden können, weil der Bundespräsident nicht willens und nicht in der Lage ist, die Macht zu nutzen, die ihm die Verfassung, deren Schönheit er immer lobt, geben würde. Er hat sich dazu entschieden, nicht nur ein Stempelautomat, sondern auch ein Angelobungsautomat dieser Bundesregierung zu sein. Dabei hätte er es in der Hand, auf den Knopf zu drücken und dieses Trauerspiel zu beenden. Und ich sage es auch ganz offen, jetzt kann sich der Herr Nehammer gemeinsam mit dem Herrn Kogler darüber freuen, dass sie sich weiter retten, dass sie wieder ein paar Tage gewonnen haben. Aber sie vergessen eines dabei, jeder Tag, den sie gewinnen, der bringt sie näher an die Wahl. Und irgendwann einmal wird dieser Wahltag da sein. Und dieser Wahltag, das wird dann der Tag sein,
wo sie dann die Gerechtigkeit erfahren werden. Da werden sie dafür die Rechnung bezahlen, was sie jetzt 2,5 Jahre aufgeführt haben und dass sie jetzt nicht bereit sind, die entsprechenden Weichenstellungen vorzunehmen. Und meine Damen und Herren, Sie wissen, dass von freiheitlicher Seite ein Neuwahlantrag ja schon lange im Parlament liegt. Der ist im Verfassungsausschuss. Wir werden versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihn vom Verfassungsausschuss auch ins Plenum zu bekommen, zu einer Abstimmung. Und wir werden auch andere Neuwahlanträge, die ja jetzt angekündigt worden sind, natürlich unterstützen, selbstverständlich. Ich habe gehört, die SPÖ will jetzt auch einen einbringen. Die ist offenbar motiviert angesichts des Aufmarschs der Hunderttausenden am Rathausplatz. Soll uns recht sein. Wir werden dem auch zustimmen. Es muss uns aber auch klar sein, dass wir keine Mehrheit haben. Das ist einmal die Realität. Es gibt keine Mehrheit, weil nicht mit einer Zustimmung der Grünen zu rechnen ist, weil die Grünen heute in diesen 2,5 Jahren die Partei geworden sind selber, die sie immer bekämpft haben. Das muss man zur Kenntnis nehmen, aber sie werden auch dafür irgendwann einmal vor den Wählern Rechenschaft ablegen müssen. Und ich finde es deswegen so tragisch, weil Österreich damit weitere Zeit verliert, die wir nicht mehr haben, und weil den Menschen die Chance genommen wird, jetzt auf Basis der Erfahrungen, die man 2,5 Jahre lang gemacht hat, Vertrauen und Misstrauen neu zu verteilen. Wir werden aber trotzdem immer wieder diese Neuwahlen einfordern, einfach um den Menschen damit auch zu signalisieren, wir als Freiheitliche, wir haben keine Angst vor der Bevölkerung, wir haben keine Angst vor Wahlen. Da können die Umfragen sagen, was sie wollen, da können die Beliebtheitswerte sagen, was sie wollen. Wir haben keine Angst vor der Bevölkerung. Von uns aus ist jeder Tag, wo man die Wahl früher durchführt, ein gewonnener Tag für Österreich. Und wir sagen der Bevölkerung damit, dass wir zumindest alles Mögliche unternehmen und versuchen, um diesem Leiden, um diesem Schädigungsprojekt namens Bundesregierung ein Ende zu setzen. Und um dieses Ende zu setzen, werden wir, ich glaube auch schon nächste Woche, ja, im Zuge der Plenardebatten, einen weiteren Schritt setzen. Wir werden einen Misstrauensantrag einbringen, und zwar gegen die gesamte Bundesregierung. Da kann es keine Schonfrist geben. Ja, früher hat man immer gesagt, 100 Tage Schonfrist für die neuen Minister. Naja, jetzt haben wir 14 Mal irgendwelche Wechsel. Wenn ich da überall die Schonfrist berücksichtige, dann haben wir nur mehr Schonfrist. Die österreichische Bevölkerung hat auch keine Schonfrist, wenn es um die Teuerung geht, wenn es um diesen Wohlstandsvernichtungsfeldzug geht, den die Regierung führt. Und deswegen hat auch die Regierung keine Schonfrist verdient. Und wir werden diesen Misstrauensantrag begründen mit 3 Dingen. Zum einen mit dem Festhalten an der falschen Corona-Strategie, das geht ja weiter im Hintergrund, an diesem fortgesetzten Versuch, die Freiheit gegen die Gesundheit auszuspielen, anstatt die beiden Dinge miteinander zu kombinieren. Wir werden es damit begründen, dass die Regierung nicht nur vollkommen versagt im Kampf gegen die Teuerung, sondern die Teuerung auch weiter anheizt, übrigens gemeinsam mit der SPÖ, die ja diese sinnlosen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auch befürwortet. Und wir werden das auch begründen mit dem Zertrümmern der Neutralitätspolitik in Österreich. Mit dem Vorgehen, das, wie gesagt, uns immer tiefer in die Probleme hineinzieht, anstatt dass man den Versuch unternimmt, sich hier herauszuhalten und die eigene Bevölkerung zu schützen. Und da bin ich neugierig, wie die SPÖ dann abstimmen wird. Ob sie dieser Begründung folgen kann, weil das wäre ja dann auch eine Form der Selbstanklage, oder ob sie der Regierung die Mauer macht in der Abstimmung über diesen Misstrauensantrag. Ja, und ein letztes Wort zum Bundespräsidenten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie gesagt, er hätte es in der Hand. Die Verfassung gibt ihm die Möglichkeit, alle hinauszuschmeißen. Das wäre auch das Gebot der Stunde. Aber er hat sich einmal mehr auf die falsche Seite gestellt. Und ich glaube, er tut genau das, was auch Nehammer macht, nämlich das eigene Versagen, man kann auch sagen die eigene Mutlosigkeit, die eigene Feigheit, als einen Akt der Staatsräson zu verklären. Aber auch er wird der Wahl nicht entkommen. Wenn er antritt, und das werden wir ja bald wissen hoffentlich, ja, dann wird er sich dem Wahlvolk stellen. Und dann wird er genauso die Rechnung dafür bezahlen müssen, wie die Bundesregierung ihre Rechnung bezahlen wird, wenn wir zur Nationalratswahl kommen. Ich bitte um die Fragen und ersuche Sie, wie immer für die Zuschauer am Livestream Namen und Medium zu nennen.
Hermann Menk von OE24TV. Herr Kickl, es gibt ja heute auch einen Misstrauensantrag, und zwar gegen den Vorarlberger Landeshauptmann Wallner. Sollte der in Amt und Würden bleiben, es sieht ja wahrscheinlich danach aus, dass die Grünen hier nicht mitgehen. Was würde denn das fürs Ländle und für Österreich bedeuten? Ja, also aus meiner Sicht ist Wallner einer, der überfällig ist, was jetzt den Rücktritt betrifft. Er ist ja einer der größten selbsternannten Saubermänner der österreichischen Volkspartei. Und nach all dem, was da bisher schon bekannt geworden ist, dürfte er eigentlich aus Verantwortung gegenüber seinem Bundesland selber längst nicht mehr im Amt sein. Aber das zeigt eben, dass die Volkspartei ein großes Interesse hat, und das ist der Machterhalt. Und man ist bereit, dem alles unterzuordnen, und Wallner ist da keine Ausnahme. Und was die Grünen betrifft, ja, ich habe ja gesagt, sie haben sich offenbar an diesem korruptiven Mief gewöhnt. Sie glauben, dass dieser Gestank dazugehört zum Regieren, aber es ist nicht so. Und wenn die Grünen heute Wallner die Mauer machen, dann ist das halt etwas, glaube ich, was weiter dazu beiträgt, tief in die grüne Wählerschaft hinein eine fundamentale Erschütterung voranzutreiben. Das ist das, was passieren wird. Und die sind ja schon alle ernüchtert, außer der eigene Parteiobmann. Maximilian Biegler, Zeit im Bild. Herr Klubobmann, Herr Bundesparteiobmann, Sie haben scharfe Kritik am Bundespräsidenten geübt. Jetzt ist noch nicht klar, wen die FPÖ ins Rennen schicken wird. Wann wird es da Gewissheit geben, und befeuert diese Wut, die Sie da augenscheinlich auf der Staatsoberhaupt haben, vielleicht auch den in einigen Zeitungen kolportierten Plan, dass Sie es vielleicht selber machen könnten? Also ich finde das lustig, ja, dass wir immer mit dieser Frage konfrontiert werden, wo noch nicht einmal der jetzt der Amtsinhaber ist, gesagt hat, ob er überhaupt noch einmal kandidiert. Ich kann es Ihnen nur noch einmal sagen, es hat sich an unserer Position nichts geändert. Ja, ich habe schon ein paar Mal erklärt, was die Position der Freiheitlichen Partei in dem Zusammenhang ist. Und wenn sich da irgendetwas ändern sollte, dann werde ich an dieser Stelle eine Pressekonferenz einberufen, und dann wird das Thema sein. Antonia Ebner, Servus TV. Zum ÖVP-Parteitag am Samstag, was erwarten Sie sich von Nehammer? Und eine zweite Frage zum Thema Corona noch. Es gibt immer mehr Menschen, die sich weigern, in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken zu tragen. Wie finden Sie das, beziehungsweise braucht es eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln noch? Ich fange gleich mit dem Letzten an. Ich weiß nicht, die österreichische Bundesregierung hat da irgendwie so ein bisschen eine nordkoreanische Mentalität offenbar. Ja, überall anders gibt es das alles nicht mehr. Ja, und bei uns versucht man, diese Zwangsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Ja, da ist es doch nur verständlich, dass die Leute sagen, Entschuldigung bitte, wir lassen uns da nicht häkeln von dieser Regierung. Das Virus ist überall das Gleiche, genetisch sind die Menschen überall die gleichen. Ja, wenn nirgendwo anders die Masken getragen werden müssen, ja, dann kann bitte kein Mensch erklären, warum das bei uns in den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin vorgeschrieben ist. Und ich glaube, das ist das, wo wir hinfinden sollten. Das haben wir ja immer gesagt. Ja. Die Menschen sollen selber entscheiden. Wenn jemand glaubt, dass ihn das schützt und dass ihm das gut tut, dann soll er diese Maske tragen, im öffentlichen Verkehrsmittel, im Geschäft. Wenn er will, auch zu Hause, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, selbstverständlich. Aber wenn jemand glaubt, dass ihm das nichts bringt, dann ist er damit in der Zwischenzeit durch ausreichend Evidenz abgesichert auf der sicheren Seite. Und ich glaube, die Politik sollte jetzt einmal darauf reagieren und diesen Maßnahmenrestmüll endgültig beseitigen. Aber dass sie es nicht tut, das zeigt mir ja, dass etwas im Busch ist. Nicht? Man will das nicht abschaffen, weil dann tut man sich schwerer, wenn man es wieder hochfährt und so weiter und so weiter. Und irgendwie ist das ein bisschen nordkoreanisch, was da passiert. Ja, und was den Parteitag betrifft, ich glaube ja, dass das natürlich das sein wird, was zu erwarten ist. Die hauen sich die Hackeln ins Kreuz und befetzen sich untereinander im Vorfeld eines solchen Parteitags, und dort werden wir dann wieder eine Bussi-Bussi-Veranstaltung erleben, und es wird uns die heile schwarze Welt vorgegaukelt. Ich darf nur daran erinnern, dass ein gewisser Reinhold Mitterlehner, ich glaube bei seinem Parteitag, es war der letzte Parteitag, 99,% bekommen hat, das war das historisch beste Ergebnis, das ein ÖVP-Parteiobmann bekommen hat, und während die Delegierten dort den Mitterlehner gewählt haben, sind im Hintergrund schon die Pläne geschmiedet worden, wie man ihn abmurkst. Also nachdem die neue ÖVP jetzt auch offiziell wieder die alte ist, wird es auch in diesem Fall so laufen.